Wir haben ja schon gesehen, dass Brüche wie 2/5 oder auch ähnliche Brüche auch so gesehen werden können, und zwar als 2 mal 1/5. 2 mal 1/5 ist das Gleiche. Und das können wir auch so hinschreiben: 1/5 plus 1/5. Und wenn wir das mal jetzt visuell darstellen, das ist wieder ein Ganzes mit 5 Einzelteile geteilt. Und 2/5 sind nun so dargestellt, das ist das erste und das ist das zweite Fünftel. Das sind also jetzt 2/5, 2 mal 1/5. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen interessanter. Was wäre 3 mal 2/5? 3 mal 2/5. Mach mal hier eine Pause und überleg mal, wie du das ausrechnen könntest. Nun, wir haben jetzt ja gesehen, dass 2/5 das gleiche ist. Ich kann jetzt also statt 3 mal 2/5, kann ich 2/5 ja auch so schreiben. Also 3 mal 2 mal 1/5. Also 3 mal 2 mal 1/5. Und wir können jetzt 2 mal 1/5 und dann mal 3 rechnen. Oder wir können 3 mal 2 rechnen und dann mit 1/5 rechnen. Und du kannst das also jetzt auch so darstellen. 3 mal 2 ist 6. Ist also 6 mal 1/5. 6 mal 1/5. Und das visualisieren wir jetzt nochmal. Das ist wieder ein Ganzes geteilt in 5 Teile und noch ein Ganzes. Und jedes ist in 5 Teile, Gleichteile geteilt. Und jetzt malen wir einfach 6 Stück davon an. 1, 2, drittes Fünftel, viertes Fünftel, fünftes Fünftel ist ein Ganzes und noch 1, 6 Fünftel. Sieht genauso aus. Also 3 mal 2 Fünftel sind 6 Fünftel oder 6 mal 1 Fünftel. Und 6 mal 1 Fünftel oder 6 Fünftel kann man natürlich auch so machen. Ich mache es mal in der gleichen Farbe. Sind 6 Fünftel oder 6 geteilt durch 5. Und es ist einfach so, statt 2 Fünftel kannst du 2 mal 1 Fünftel sehen. Und das machen wir jetzt einfach hier unten nochmal. Was passiert, wenn wir das mal 3 nehmen? Also 3 mal 2 Fünftel können wir jetzt auch nochmal anders darstellen, wie 3 mal 3 mal 1 Fünftel plus 1 Fünftel, weil das haben wir hier oben gesehen. Also 3 mal 1 Fünftel plus 1 Fünftel. Und das ist gleich, ich habe jetzt quasi einfach 3 von dem, was in Klammern steht, also 1 Fünftel plus 1 Fünftel in Klammern plus 1 Fünftel plus 1 Fünftel in Klammern. Plus, ich denke, jetzt verstehst du schon, wie das geht. Plus 1/5 plus 1/5 nochmal. Und wir haben jetzt einfach hier 6/5. Du kannst jetzt also die Klammern ignorieren und wir addieren sie 3, 4, 5, 6/5. Und jetzt kriegst du hier das Gleiche, also 6/5. Und ich denke, du siehst jetzt einfach mal, du siehst 2/5, das 2 mal 1/5. Fünftel. Und wenn du das Ganze dann mal 3 nimmst, das ist wie wenn du 3 mal 2 mal 1/5 rechnest. Und das wäre in dem Fall eben 6/5.